Let's go. Das ist das meine letzte Runde. Das war der letzte Runde. Ich muss nein. Der Retter das nein. Nein. Oh. Hallo und herzlich. Oh, sorry. Das war ja ganz stark. Mega. Ich mach jede Runde eine Anmaut, Mann. Sollen wir die nächstes Mal für dich machen? Oh ja, bitte. Na komm, jetzt gebt euch, gebt alle. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Among Us hier. Hallo und herzlich willkommen. Ja, okay, toll. Hallo. Wir treffen uns Reaktor. Aber ohne Tri. Und Leute, geht doch. Im Ernst? Er ist tot. Olli ist tot. Oh nein, kein auf den ich eintreten kann. Liegt oh. Im Reaktor. Lol, die beiden sind unten ja richtig geil. An dem Schalter im Reaktor liegt der. Die sind ja richtig geil, die beiden. Alle. Wie lange kann man denn haben? Ich war nicht da. Ja, ich auch nicht. Okay. Also, du bist weggewendet, oder? Verdächtig. Bei Belly habe ich auch gesehen, dass der Alarm losging und sie einfach beharrlich an der Ecke stand und auch keine Anstalten gemacht hat, loszulaufen. Bei wem? Ich habe meine Aufgaben gemacht. An bei der Ecke? Sag das doch mal ernst, Rieke. Einmal ohne Lachen. Ich habe meine Aufgaben gemacht. Oh, geil! Hab ich halt wirklich. Und dann habe ich Shields gemacht, dann habe ich Kostos runtergeladen und dann schon ein bisschen heiß. Also Rieke ist für mich unschuldig. Danke. Ja, das war schon gut. Ja, da gehe ich mit. Da bin ich ja käuflich. Also Tobin, wer war jetzt alles im Reaktor? Tobin ich. Und Rieke waren nicht da und alle anderen schon, oder was? War das nicht Wacken, oder da, was? Paul. Naja, warte, ich glaube, Flo und Steffi waren gerade mit mir in Electrical. Also wir sind relativ fix das da weggegangen. Das heißt, von uns glaube ich, dass es von uns dreien glaube ich, dass es keiner war. Aber ich weiß nicht, wie lange die Leiche da ist. Naja, sie kann nicht so lange da sein, weil wir ja alle vor 15 Sekunden noch da waren. Da. Wer ist denn der Letzte, der auf der Reaktor raus ist bei eurer Gruppe? Flo war ganz keine Ahnung. Flo? Aber der war, wir waren alle sehr schnell draußen, also ich glaube nicht, dass es einer von uns war. Raus bin, das kann ich dir nicht beantworten. Okay. Er war der Letzte aus unserer Gruppe. Er liegt der Letzte, halt aber auch wirklich direkt am Schalter. Also ich war am oberen Schalter. Ich war am unteren Schalter, ich habe ihn dort nicht gesehen. Aha. An welchem Schalter liegt er unten oder oben? Im unteren. Das war okay, nee, da ich war geil, oben. Geil, Move hier enabled. Also ich war am unteren, da war kein Report-Button. Wir waren alle oben. Self-Report. Wollte ich gerade sagen. Nee, Paul war mit mir aber da. Das ist auch eine Variante. Also Dani und Anne waren unten. Und Belly ist gar nicht erst hingelaufen. Das nee, ich war oben am Schalter. Nicht unten. Ich finde gut, dass Flo sein Report called. Flo ist relativ unten am Schalter. Aber die Leiche war unten. Ich war unten, aber ich bin nicht schuldig. Ja, oh, was? Also sonst würde ich jetzt nicht sagen, ich war unten. Das wäre Quatsch. Aber da war noch nichts, hast du gesagt. Da war noch nichts. Also ist danach passiert, offensichtlich. So, Freunde, TAS werden nicht gemacht. Die Runde wird dreckig zu Ende gespielt. Wir gucken einfach mal, was die Polizisten machen. Na, direkt Oxygen gecallt hier und sie gehen weiterhin zusammen. Direkt auf Nadine. Ja, wird sich da Nadine geholt? Ne, wird zusammen gewartet. Timmy und Flo. Oh, komm, Double Kill jetzt. Ah, das wäre ein schöner Double Kill geworden. Schade. Okay, geht seinem Imposter-Kollegen wieder direkt hinterher. Komm, Paul hat einen guten Call da unten. Schade, wäre. Double Kill da unten wäre gerade richtig gut gewesen. Dann ist es halt Belly. Nee, oh, sind zu viele. Sind zu viele. 4 Leute kannst du nicht bringen. Die gehen halt auch knallhart zusammen, beide, ne? Ja, okay. Jetzt müssen sie, jetzt kommen, jetzt wird sich Flo geholt. Oh ja. Was? Moment. Hä? Was? Jetzt bin ich verwirrt. Es sind doch Flo und Paul? Hä? Aber. Hä? Warte mal dann. Oh, das war ein guter Kill hier. Das war ein guter Kill. Oh ja, machen sie beide sehr gut. Ich bin maximal verwirrt, Alter.
Dani stand doch also, damit dabei. Ich bin gerade in Electrical rein. Da lag Belly tot rum und dreimal durfte er raten, wer mir entgegengekommen ist. Aus Electrical raus, ich. Richtig, Anne. Ich war sie da. Ich übrigens. Dani hat's auch erwischt. Ich war's nicht. Dann Dani war's du. Dani ich war eben dort, ich hab das Licht mit Belly gefixt. Ich war's nicht. Nein, kack mich nicht an. Nee, okay. Nee. Aber Dani ist auch tot und Dani hat doch Anne auch gerade verdächtigt. Ja, aber dann wäre ich doch selten dämlich, ich genau ihn noch zu töten. Zu ihrer Verteidigung jetzt hin oder her, ich habe Anne verdächtigt. Davor, weil Anne die einzige war, die unten am Schalter stand. Richtig stinkig. Ich frag aber Dani jetzt gerade, ob er hart reingetrollt hat. Ich wäre doch blöd. Ich bin stinkig. Warum? Ich hab Dani verloren. In der Cafeteria schon und jetzt sagt, ist er tot und es war mein Polizeikollege. Okay, nochmal. Also, wenn ich Imposter wäre, dann wäre ich doch blöd zu sagen, ich bin unten am Schalter, dort, wo er auch am Schalter war und dann wäre ich, das wäre doch dämlich von mir. Also, ja, richtig. Das Einzige, was ich sagen kann und das ist 100% true, ich laufe in Electrical rein, Belly liegt da tot, Anne kommt rausgelaufen. Und du hast sie vielleicht getötet. Hä? Also quasi die Reihenfolge war ein bisschen. Ich war in Security gerade. Ja. Ich war gerade in Security, ja. Die Reihenfolge war da gerade falsch. Und hat jemand gesehen. Der kommt rein, findet die Leiche und dann läuft sie raus. An dir vorbeigelaufen, kam der von oben. Ich habe gerade jetzt im Moment auf den Kameras nur eine Person gesehen. Und zwar mich. Und wo? Ich bin gerade aus Medbay rausgelaufen. Korrekt. Ja, da habe ich vorher auch Flo getroffen in dem Gang. Und deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass der da rumgelaufen ist. Deswegen wollte ich dich gerade fragen. Hast du nicht eben gesagt, auch du bist die ganze Zeit mit Dani mitgelaufen? Dani ist jetzt tot? Nee, ich habe ihn verloren, habe ich dir gesagt. Also ist es Flo, weil er gewendet ist zu Medbay? Nein. Ich glaube eben nicht. Nein, der ist vorher da gewesen. Und deswegen wollte ich Tobin gerade fragen, ob er Flo unten hat langlaufen sehen, weil von mir ist er links langgelaufen, als ich in Medbay reingegangen bin. Wir folgen weiter Paulster und Flo. Gutes Imposter-Duo an der Stelle, muss ich sagen. Machen immer gute Moves auf jeden Fall. Jetzt muss Nadine dran glauben. Jetzt ist Nadine fällig. Vorsicht, Steffi und Timmy sind unten. Aber die haben nicht genug Reichweite, die sehen das nicht. Okay, Paul geht los, Flo auch. Hat sich Nadine doch nicht geholt. Komm, einmal hier den Flur absichern. Und dann sich jemanden holen. Timmy ist dran. Oh, Vorsicht. Anne könnte das gesehen haben, aber muss auch dran glauben, jetzt beide abhauen. Das wäre wichtig. Oder machen sie hier den Double Call? Oh, Vorsicht, Flo, Vorsicht, das ist... Oh ja, eine Emergency Call ist gut. Smart! Jawohl, Flo. Okay, ich muss mich bei Anne entschuldigen, macht aber gar nichts, weil Nadine sie gerade umgebracht hat. Ja, easy. Nadine? Tank am Aufhören. That's what I just saw. Nee, komm, nee, ich wähl dich, sofort. Das, was ich gesehen habe. Augenzeugen-Reporting gerade. Also, mehr kann ich echt. Machen die beiden extrem gut, oder? Kurze, doofe Frage. Warum hast du da nicht die Leiche gecallt? Weil das näher dran war hier und Nadine mir hinterher ist. Kurzschluss. Entschuldigung, Nadine steht gerade unten am. Am Auffüllen richtig. Vom Bot und ich sind gerade durchs Deutsch gelaufen. Sie steht am Benzinkanister und füllt sich den gerade auf. Ah, ungünstig. Ja. Also kann sie da auch nicht hingewendet sein? Nein, kann sie nicht. Das heißt, dann hast du das auch nicht gesehen. Ja. Deswegen hast du jetzt mein Wegchen bekommen, Flo. Ja, ungünstig. Und war gerade auch schon so, dass er Anne gecallt hat. Ups, und ich nicht mal. Schade. Ja, das kann ja mal vorkommen. Hätte ich gesehen, dass wobei ich eine Vermutung jetzt habe. Das ja. Schade. Also Flo und Paul, oder was? Tatsächlich ist es mein Gefühl. Ja. Deins auch? Ja. Geh ich mit. Was? Da geh ich mit. Paul, Alter. Was? Wow. Ja, okay, das ist jetzt halt. Das ist halt echt schade. Ich hätte es den beiden echt gegönnt. Ich hätte es den beiden echt hardcore gegönnt. Ja, das ist eine gute Idee von Paul, jetzt hier den Reaktor einmal absichern.
Ja, schade. Wenn er einen wegkriegt, dann kann er über den Reaktor wahrscheinlich sich noch genug Leute holen. Dani, Alter, der harte Troll am Anfang, wirklich. Okay, da geht er weg, wenden. Wo ist er hin, wo ist er hin? Da. Okay, okay, okay. Okay. Da, Steffi muss dran gehen. Oh, nee, okay. Jetzt wird Paul rausgebautet, dann war's das. So, ich würde sagen, wir hauen Paul raus. Ich bin mir sicher, dass es Nadine nicht ist und mit dir renne ich die ganze Zeit zusammen. Also Nadine kann es nicht sein, sondern das wäre ein Dickmove von Flo gewesen. Ja, stimmt. Ja. Und Steffi hinten im Reaktor und laufe jetzt gerade zu Electrical. Genau. Ich schade, Mann, schade. Okay, aber dann... Bin mir halt bei euch anderen beiden ziemlich safe, dass ihr es nicht seid. Oder es ist Tobi. Ja, ich glaub's mir ja auch. Also ich bin es definitiv nicht, aber... Also dann wäre ich wahrscheinlich schon seit einer Weile tot. Dann wären mehrere Leute tot gewesen. Alibi. Na gut. Eine Runde habt ihr noch. Gucken wir mal. Brauchen wir nicht. Zieh da durch bis zum Ende. Die Runde hab ich verkackt, Paul. Ja, sorry. Das ist so safe. Ich hab mir viel Zeit gelassen, Nadine da zu callen, weil ich nicht wusste, wo sie hingelaufen ist. Aber ich hatte den krassesten Lachflash, als ich nochmal geguckt habe in dem Raum und Paul ist auf einmal da drin. Ich habe halt nur gesehen, dass das Ehepärchen nonstop miteinander rumrennt. Das stimmt nicht mal. Was halt. Aber das ist halt immer gut, wenn man zu Hause nebeneinander sitzt und als Crewmates dann miteinander rumläuft, möchte ich das nur ganz kurz mal. Das stimmt nicht mal. Wir sind wirklich nur die letzten 5 bis 10 Sekunden. Die letzten 5 bis 10 Minuten, wolltest du sagen. Sekunden. Ey, ich muss ganz ehrlich sagen. Ich war traurig, als Flo mich weggemacht hat. Weil Paul und ich. Wir waren halt seit Jahren, sind wir geile Polizeikollegen und ich habe ihn bei seinem Mord gedeckt, weil ich ihm vertraue. Ey, können wir das ganz kurz mal für die anderen erzählen, die es nicht mitbekommen haben? Es gibt einen Clip, der gemacht wurde, weil der Reaktor wurde gemacht und ich denke mir so, ach komm, ich verarsch mal Paul und Dani ein bisschen und stell mich einfach auf den Vent. Und einer stellt sich links hin, einer stellt sich rechts hin und ich gucke so links, rechts. In dem Moment killt mich Paul und ich denke mir so, okay, war lustig. Dann sind die beiden halt safe Imposter. Und der ganze Chat auch so, ja, mega witzig, die beiden sind Imposter. Und wir rennen die ganze Zeit dann, als ich Geist bin, mit den beiden mit. Und auf einmal tötet Flo Dani. Ich war so verloren und dachte so, hä? Was ist das jetzt? Hey, Dani, hast du da gesehen, wie Paul Olli gekillt hat? Er stand neben mir. Ich hab gar nichts gesehen. Mein Kollege, Polizisten denken sich. Dani, what? Nein, ich hab da gar nichts gesehen. Alles andere ist eine Lüge. Alter. Eine infame Unterstellung. Ja. Niemals würde er seinem Kollegen in den Rücken fallen. Die ich möchte da bitte verweisen auf den Pressesprecher der Berliner Polizei. Ich werde dazu keine Aussage mehr tätigen. Kurze Frage. Der Polizeichef von Sachsen, Alter. Wahrscheinlich.